Hallihallo, Grindhouse Gaming hier, nächste Folge Dave the Diver. Ja, letzte Folge war spannend. Wir haben den Riesenkalmar besiegt. Dann hat Banjo uns allen ein richtig fancy Essen aus dem Kalmar-Tentakel geschnibbelt. Ich habe die Leas-Chan-Figur gerettet von Duff. Der VIP war nicht da, der kommt aber dann heute. Das heißt, wir werden jetzt schnurstracks ins Wasser hüpfen. Beziehungsweise ich will nochmal kurz in die iDiver-App gucken, ob ich noch irgendwas kaufen kann. Ja, ich kaufe am besten Luftflasche und Anzug-Upgrade. Zack, bumm. Und dann geht's los. Dann gehen wir auf Tauchstation. Dann gucken wir, was wir heute so alles finden. Wir müssen in die Tiefen abtauchen. Wegen dem Seevolk. Aber ich glaube, wir werden heute erstmal wieder ein paar Fische sammeln am Vormittag. Einfach mal kurz das Inventar ein bisschen füllen. Damit wir mal wieder ein bisschen was auf Lager haben zum Sushi machen. Was passiert? Zwischensequenz. Oh nein. Da ist er, der Dude. Moment! Du warst es also, derjenige, der dem Meer geschadet hat. Du hast dich sogar übergeben, du ekelhafte Kreatur. Das war ich nicht. Warte, das war ich nicht. Das war. Ich habe keine Zeit für deine lahmen Ausreden. Jetzt, da du von John Watson von Seablue, dem Wächter des Meeres, erwischt wurdest, kommst du nicht so einfach davon. Ich verarbeite dich zu Fischfutter. Oh no. Jetzt hat er dem Meer geschadet. Oh, mein Poseidon. Das ist alles deine Schuld. Du hast das der kostbaren See angetan. Du bist derjenige, der mit Bomben um sich wirft. Und alles, was ich tue, ist, ein paar Fische zu fangen, damit das Restaurant läuft. Warum wirfst du nicht dein Auge auf die Fischereifahrzeuge, die für den Fang von Tausenden von Fischen verantwortlich sind, statt auf einzelne Taucher wie mich? Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Genug gelabert. Ich sorge dafür, dass du dein Maul hältst. Und los geht's. Schießt er jetzt wieder vorbei? John Watson. Jetzt habe ich ja noch einen Bosskampf. Ich bin gerade erst ins Wasser gehüpft, Mensch. Holla die Waldfee. Oh Gott. Schuss. Oh Gott. Was macht der Kerl? Ist er jetzt besiegt oder wütend? Er wütender. Cool. Oh Gott, ich habe verfehlt. Hör da auf, mich so zu chargen, mein Freund. Der schießt die ganze Zeit Löcher ins Meer, ey. Also überall hin halt. Und mir gibt er die Schuld dafür. Claro. Claro Mart auf jeden Fall. Ah, besiegt. Oh Gott, da wird immer wieder blind hier. Eieieiei. Huh. Spannend. Ah, wie kannst du es wagen, dich gegen mich zu wehren? Ich bin John Watson. Ich war bei den Navy Seals. Ja, ich nicht. Ich bin nur Dave der Taucher. Was macht er jetzt? Ach so, cool. Der macht hier mehr kaputt wie ich. Das sollte als Warnung genügen, also halte ich mich erst einmal zurück, um die Umwelt zu schützen. Aber ich werde dich nicht ungestraft davonkommen lassen, wenn du weiterhin dem Meer Schaden zufügst. Wir beobachten dich. Und Abfahrt. Wo geht er denn hin? Ist da jetzt offen? Kann ich da jetzt rein? Er hat sich einen Weg in seine Fluchtrichtung aufgetan? Ich sollte mal da lang gehen, um zum Signal zu gelangen. Ja, sollte ich, glaube ich, auch. Sollte ich machen. Ich hebe jetzt aber erst schon ein bisschen Munition auf. Ja, dann gehen wir mal gucken, wo der hingetaucht ist hier. Oh Gott. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Ich habe Shift und Tab gleichzeitig gedrückt. Dann geht das Steam Overlay auf. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich nur auf die Waffe wechseln. Ja, passiert. Ist ja halb so wild. Ist ja halb so wild. Vielleicht schneide ich es raus, wenn ich es nicht vergesse. So. Fischle, komm ran, Fischle. Du auch. Schön, ich kann die alle wieder One-Shot fangen. Aber das sind ja alles auch wieder so kleinere Fische, ne? Das ist nicht schlecht. Oh Gott. Das sind keine kleineren Fische. Schuss. Treffer. Treffer nehmen wir mit. 10 von 28 Kilo schon wieder. Die wiegen aber auch einiges, die Viecher, Menschenskinder. Dies glaubt ja kein Mensch. So, du kommst nicht. Doch, du kommst auch mit. Perfekto. Du auch? Ja. Aber du nicht, du haust ab. Okay, dann geh. So, da schauen wir mal. Da haben wir noch Kischle. Wenn mal reingucke hier. Ein Scooter. Sehr schön. Sehr schön.
Das ist hier aber ein bisschen arg Open Sea, wo ich hier gerade bin. Ah, das reicht nicht. Doch, das hat gereicht. Perfekt. Großaugen Holzmakrele. Oh Gott. Du bleib bloß weg. Ich sag's dir. Kalksteinhöhle. Da waren wir schon. Wir müssen weiter nach rechts. Ah, nein. Yes, ist Gott. Hör auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durch die Höhle tauchen muss oder soll oder mach. Ich guck mal. Sobald es hier aufhört zu blubbern, werden wir einfach mal nach unten tauchen noch. Schauen wir mal, ob es hier noch woanders hingeht, wie nur zum... Ich habe vergessen, wie es hieß. Zum Schiffswrack, Menschenskinder. Holla die Waldfee. Der Kerle mit seinem Deutsch wieder. On point. On point nicht vorhanden. So, was haben wir hier? Au! Hör doch auf. Na klasse, verfehlt. Komm her. Ach Mann. Ich bin so schlecht im Schießen. Ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man das nicht kann. Finde ich. Oh nein. Da habe ich ziemlich doof geparkt unter der Qualle. Sehr nett, dass sie für mich angehalten hat auf jeden Fall. Das ist sehr zuvorkommend. So, komm mal ran jetzt hier. Immer noch nicht. Autsch. Aber jetzt, oder? Hat gereicht. Perfekt. Atlantische Makrele. Die war aber hardcore für eine Makrele, Mensch. Fies. So. Dann schauen wir mal. Hier haben wir noch ein bisschen Sauerstoff. Nehmen wir mit. Brauchen wir. Da ist wieder so ein Riesenfischle. Da will ich nicht hin. Das Scooter ist auch hinüber. Er hat uns wenigstens ein bisschen gepusht. Blaues Loch, Tiefen. Zum ersten Mal die Tiefen eingetaucht. Jetzt geht die Stirnlampe an. Oh, das... Oh, die Musik. Schönes Ambiente haben wir hier. UV-Licht. Lässt Röhrenwürmer kurzzeitig zurückweichen. Die Röhrenwürmer weichen vor UV-Licht zurück, sodass du an ihnen vorbeikommst. In einer Truhe in der Nähe findest du UV-Licht. Wenn du keins finden kannst, versuch es vielleicht mit einem Nahangriff. Ah, die hier. Ups. Ja. Ah. Geht mal weg, ihr Lümmel. Ich muss hier durch. Das muss die richtige Stelle sein, aber Röhrenwürmer blockieren den Weg. Dr. Bacon, hier blockieren Röhrenwürmer den Weg. Gibt es eine Lösung? Mal sehen. Ich bin eigentlich schon dran an der Lösung. Ah, richtig. Röhrenwürmer verabscheuen UV-Licht und werden ihm ausweichen. Du hast nicht irgendwo ein UV-Licht bei dir, oder? Oh, du hast schon eins. Richte das Licht auf sie. Ah, dreimal wischt. Okay, einmal durch. Ach, das Licht muss nah... Aha. Das muss sie wieder auffüllen, das Licht. Okay. Gift-Harpunenspitze. Okay, machen wir mal drauf. Folge weiter dem Signal. Ich bin irgendwie in die falsche Richtung unterwegs, aber irgendwie habe ich ein Haar auf der Nase. Nee, irgendwie scheinen wir hier doch irgendwo hinzukommen, wo wir hinwollen, glaube ich. Oder auch nicht. I don't know. Na klasse. Jetzt habe ich hier irgendein geiles Erz gefunden und kann es nicht abbauen. Manche Mineralien können nur mit einer Spitzhacke abgebaut werden. Beschaffe dir mit einer Spitzhacke wertvolle Mineralien und werte deine Waffen auf. Ah, ja. Ja, cool. Das hätten wir mit der Spitzhacke. Cool, cool, cool. Nehmen wir mit. Amethysterz. Mhm. Fancy, schmancy. Oh Gott. Was bist du denn für ein Knilch? Der will nicht spielen, glaube ich. Ich treffe nicht, ich bin doof. Ich habe ihn vergiftet. Er kriegt Schaden über Zeit, so wie es aussieht. Ein bisschen auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst. Das Viehzeug ist gefährlich. Ich weiß nicht, wie lange der noch lebt. Mein Sauerstoff geht auch langsam zur Neige hier. Der hält wahrscheinlich schon noch einiges aus. Ich muss nur immer gut ausweichen, dann ist alles in Ordnung. Und treffen sollte man halt auch. Ja, von wegen ausweichen, ne? Genau. Hören Sie auf, bitte. Leicht Panik. Ganz dezent leichte Panik hier.
Gott. Ich könnte eigentlich auch meine Schusswaffe wechseln, ne? Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Okay, das wäre jetzt noch ein Schuss mit der Harpune gewesen wahrscheinlich. Holla, die Waldfee, das hätte ich, glaube ich, nicht eingehen sollen, diese Aktion. Fleisch eines Kragen heiß. Jetzt bin ich überlastet. Ja, sehr geil. Ja, eigentlich nicht geil. Ganz und gar nicht geil. Ich muss irgendwas loswerden. So schaffe ich es sonst nicht mehr nach oben. Katzenfutter? Soll ich es Momo geben? Ja, nimm mit. Inventar. Wie war das nochmal? Tab. Nee, nicht Tab. I. C. Escape. Okay. Ja. 8 Kilo das Fleisch. Puh. Wie viel muss ich loswerden? Ich habe es vergessen. Oh, einiges. 7 Kilo. Ja, wegwerfen. Naja, reicht nicht. War das nur ein Stück oder wie? Oh, soll ich Fleisch eines Kragenhais einfach da lassen? Ich glaube, wir lassen einmal das Fleisch von... Was? Habe ich jetzt alles weggeschmissen? Nein, oder? Ungeil. Sehr ungeil. Ich habe alles weggeschmissen. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ja, nice. Aber der Kampf ging dort viel umsonst. Naja. Halb so wild. Ups. Lebst du noch? Ich will dich mitnehmen. Du siehst lustig aus. Komm ran. Wieso müsst ihr denn so viel aushalten? Ich muss... ich hab's nicht verstanden, was ich machen muss. Ah, okay. Jetzt ist er eh hinüber. Was war's denn? Eine Seekröte. Okay. Ja, Seekröte. Verständlich. Sah definitiv nach Kröte aus. Oh Mann. Hier unten geht's echt böse zur Sache. Ich sag's euch. Oh, hier gibt's noch was. Oh Gott. Ich muss raus. Jetzt muss ich mich hier wieder durch. Oh nein. Ungeil, ungeil. Aber ich glaube, da vorne war eventuell noch Sauerstoff, wenn ich Glück habe. Das ist jetzt nicht so toll. Ich habe da nicht drauf geachtet. Bitte sei irgendwo Sauerstoff. Oh nein. Was ist das? Eine Muschel. Ist da Sauerstoff drin vielleicht? Oh. Gott sei Dank, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Huh. Hör auf! Lass es mich in Ruhe! Suche sich ein anderes Opfer. Oh, Tigermuräne. So schaust du aus. Schaust aus. Sprachfehler ist auch wieder on point. So. Schlangenstern, Seestern nehmen wir alle mal mit. Kischle machen wir auf. Ja, Gott sei Dank war in der Muschel jetzt Sauerstoff drin, ey. Das hätte noch böse nach hinten losgehen können, meine Exkursion hier. Lass mich in Ruhe, bitte. Komm, lass dich fangen. Dankeschön. 3 Kilo. Das war jetzt auch der letzte Fisch. Hier ist noch irgendwo... Oh nee, ey, hör doch auf. Da geht's gar nicht rein. Stopp. Ja, klaro. Natürlich. Lass mich in Ruhe. Nervensäge, ey. Kann ich das Erz noch tragen? Das wiegt doch nicht so viel, oder? Oh, come on. Oh, 27, 9 von 28. Ja, ich glaube, wir müssen hier rechts runtertauchen. Hier. Ich könnte mal mein Scooter... Ja, nee, jetzt kann ich meinen Scooter nicht mehr verwenden. Ich brauche die Taschenlampe. Zum Glück hat die ein bisschen Batterie, sonst hätte ich ein Problemchen. So. Schauen wir mal. Hier müssten wir ja rein theoretisch richtig sein. Mach mal auf, die Sauerstoffding. Da sind sie. Ich habe sie gefunden. Was? Das ist das Seevolk von vorhin? Komplett schockiert. Oh oh. Chill bitte. Sie sagen etwas, aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Ich werde Dr. Bacon anrufen müssen. Ein Rauschen? Meine Güte, wow. Sich vorzustellen, dass das Seevolk existiert, das ist einfach unglaublich. Sie sagen etwas zu mir. Aber ich kann sie nicht verstehen. Hm.
Wenn wir die Muster analysieren könnten, könnte uns das vielleicht eine Übersetzung ermöglichen. Kehre fürs Erste zum Boot zurück. Ich werde mir etwas ausdenken, um die Übersetzung zu ermöglichen. Ja, das wäre ziemlich schnieke, wenn das klappen würde. Dann wüsste ich auch, was die Duderinos von uns wollen. Weil ich denke mal, dass die einfach nur Angst haben, schätze ich. Die haben wahrscheinlich noch nie jemanden im Tauchanzug gesehen oder nicht oft. Und wenn, dann sind es wahrscheinlich solche John Watsons, die das Meer in die Luft sprengen oder so. Gehe ich mal stark davon aus. So, jetzt hauen wir ab. Gehen wir an die Oberfläche. Wir müssen nämlich heute auch noch ein bisschen Sushi machen und ein bisschen Kohle machen. Ne? Ist das immer hell hier, Mensch. Da wird man echt blind, ich sag's euch. So. Grüße Dr. Bacon. Hast du dich ausgebrochen? Ich bin davon ausgegangen, dass es die Seevolk-Zivilisation wirklich einmal gab. Aber der Gedanke, dass es lebendes Seevolk gibt, das ist wirklich der Fund des Jahrhunderts. Das verdanken wir dir, Dave. 500 Gold nehme ich mit. Dankeschön. Auftrag abgeschlossen. Ha! Wir müssen alle Nachrichtenkanäle der Welt davon berichten. Warte, ich glaube, das könnte riskant sein. Aber warum? So bringen wir die Leute in Scharen hierher. Das wäre egal, wenn es sich um Ruinen handeln würde, aber das ist lebendes Seevolk. Das würde mit Sicherheit auch Wilderer anlocken. Sie werden anfangen, das Seevolk zu jagen, da man damit eine Menge Aufmerksamkeit erhält. Das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir zuerst einen Übersetzer bauen, der ihre Schallwellen analysiert und herausfindet, was sie sagen? Ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen haben. Zuerst benötigen wir eine Steintafel des Seevolks, auf der sich ihre Schrift befindet. Und wir brauchen ein Mikrofon und einen Amethysten. Wenn ich richtig liege, sollte sich das Mikrofon unter dem versunkenen Schiff befinden und die Steintafel wahrscheinlich im Aufzeichnungsraum. Ich habe gehört, dass man Amethysten in Tiefen von 100 Metern und darunter mit einer Spitzhacke abbauen kann. Das habe ich schon lang gemacht. Der Aufzeichnungsraum, das Schiff und... Ha! Wenn du dir die Orte nicht merken kannst, schau einfach in die To-Do-App nach. In der To-Do-App nach. Ich aktualisiere die Informationen dort. Nice. See ya und tschüss. Abfahrt. Übersetzer für das Seevolk. Neue Aufgabe. Sehr gut. Sehr schön. So, Däumchen. Oh nein. Ach, der wieder. Ich dachte gerade, wer kommt jetzt? Der ist ja noch ganz in Ordnung. Jo. Yeah. Du scheinst heute so voller Energie zu sein. Ich habe eine Benachrichtigung über eine Bosskarte auf deiner Meereskarten-App gesehen. Es ist die Riesenkalmar-Bosskarte. Wie hast du sie bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben und wie es der Zufall wollte. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber auf jeden Fall hast du erstaunliche Fortschritte gemacht. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln, dann passiert bestimmt etwas richtig Gutes. Ach, und wenn du dich in neue Regionen wagst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarten-KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Meereskarten zu sammeln. Tschüssi, tudut. Okay, Abfahrt. Peace. Dieser Dude, ey. Wenn du ein neues Gebiet betrittst, öffnet sich eine neue Kartenpaketliste. Verwende die Meereskarten-App, um nach neuen Fischen zu suchen. Eingehender Anruf von Udo. Warte, kann ich einen Moment mit dir reden? Ja, Verzeihung, du bist... Hihi, ich sollte mich natürlich erst einmal vorstellen. Ich bin Reporter der Zeitschrift Fisch der Woche. Mein Name ist Udo. Oh, die habe ich schon einmal gelesen. Es geht bei euch oft um seltene Fischarten. Oh, hast du das? Ja, das stimmt. Ich habe gehört, dass das Blaue Loch Heimat diverser Fischarten ist. Stimmt das? Das kann man sagen. Es gibt hier Fischarten aus aller Welt. Oh, das hatte ich schon geahnt. Also bin ich hier genau richtig. Ich würde gerne selber Fotos für das Magazin machen, aber leider kann ich nicht tauchen. Apropos, würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Fotos? Oh. Ja, wie ich sehe, hast du eine gute Kamera. Oh, die ist von Dr. Bacon. Aber ich bin kein Profifotograf. Ich weiß nicht, ob die Bilder gut genug sein werden. Keine Sorge. Da du bereits die Fisch der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Und ich werde dich natürlich für den Aufwand entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Haha. Okay, wenn du das sagst. Alles klar. Diese schöne Unterwasserwelt zu fotografieren wird bestimmt Spaß machen. Das glaube ich auch. Neuer Inhalt, Fotopunkt. Du kannst an einem Fotopunkt Bilder von Lebewesen machen. Bringe deine Bilder zu Udo, um Belohnungen zu erhalten. Jo. Udo ist jetzt in meinen Kontakten. Wir haben wieder neue Musik. Darker Trenches. Achso, weil wir in die Tiefen abgestiegen sind. Wir haben hier wieder was Neues. Da haben wir noch was Neues. Und hier haben wir was Neues.
Und irgendwo ist hier noch eine Boss. Da unten ist die Bosskarte. Riesenkalmar. Hier gibt's drei. Einer. Drei. Oh Gott. Anrufe. Ja, ich weiß, ich habe jemand Neues in der Liste. Da, der Udo. Gut, liebe Leute. Dann gehen wir jetzt Sushi machen oder beziehungsweise Gäste bedienen. Ich mache das Sushi ja nicht. Dann wird es wahrscheinlich auch nichts werden. Das überlasse ich dem Banjo, dem gehört ja auch das Restaurant. Ich renne dann lieber rum und vertick das Zeug. So. Menü. Hinzufügen. Wir fangen jetzt. Stopp. Maximum. So, wir fangen jetzt einfach von oben an und gehen die ganze Liste durch, die wir haben, damit irgendwann mal alles wegkommt. Was gegessen ist, tauschen wir aus, so wie immer. So, viermal. Haben wir noch ein Plätzchen? Wir haben noch ein Plätzchen. Stimmt. Seekröte. Nice. Gut. Personal. Gibt es da was Neues? Einstellung läuft weiter, also bis morgen. Ah ja, okay. Gut, dann hätte ich gesagt, wir öffnen. Muss ich erst einen Zeitsprung machen dafür, ne? Ich muss ja zum Abend. Zeitsprung. Zeit überspringen. Nach dem Zeitsprung wird es Abend sein. Yes. Wir müssen das mit dem VIP noch machen. Und wir sind schon wieder über die 20 Minuten drüber. Das wird übel. Die Folge wird ein bisschen länger. Da freut sich dann mein Upload wieder nicht so drüber. Schließ den Tag an und bereite alles bei Banjo Sushi. Ja, wollte ich doch gerade. Ach so. Der Raul fürs Kochen. Also ich muss eh ins Restaurant dafür. In die Sushi Bar. Nee, Restaurant, ne? Nur Restaurant. Passt schon. Hallo zusammen, hier ist Yui von Die Besten Sternköche. Wir sind wieder bei Banjo Sushi. Ich frage mich, welches Sushi der Koch vorbereiten haben wird. Ich habe Quallen-Sushi vorbereitet. Qualle? Das passt doch eher zur chinesischen Küche. Hast du wirklich gedacht, du könntest Vincent Yamaoka mit einer nicht traditionellen Zutat irgendwie beeindrucken? Keine Chance. Du bezeichnest dich selber doch als Feinschmecker. Vielleicht solltest du erst einmal probieren, bevor du urteilst. Puh, allzu schön. Dann bring's rüber. Also gut, ich werde dir eine Portion Quallen-Sushi bringen. Oh, jetzt. Jetzt geht's ab. Diese Zwischensequenzen, ich sag's euch, die machen mich fertig. Das ist so gut gemacht. Nice. Hau rein. Achso, jetzt muss ich's ihm auch noch bringen. Ob ich das hinkriege? Vorsicht, Vorsicht bitte, Vorsicht. Wow, das ist also die Qualle, ja? Ihr Fleisch ist ganz durchsichtig und die weißen Punkte sehen sogar recht hübsch aus. Was? Das wurde mit zusammengedrücktem Reis zubereitet? Du hättest Gurkenmarke verwenden sollen, damit er nicht abbröckelt. Es wird noch trocken, probier's bitte. Es ist schon gewürzt. Tss, es wird abscheulich schmecken, aber ich bin im Fernsehen, also was soll's. Jetzt pass auf. Jetzt haut's ihn sicher vom Hocker. Ja, natürlich. Vincent, dieser Gesichtsausdruck. Es ist exzellent. Ich schmecke das Meer vom ersten Bissen an und das Quallenfleisch ist dicht und saftig. Und irgendwas platzt da in meinem Mund beim Kauen. Könnte das Rogen des fliegenden Fisches sein? Moment, nein. Der ist kleiner. Kaviar? Nein. Der würde den Quallengeschmack überdecken. Ist das etwa... Ja, ich habe die Qualle auf ein paar Meertrauben gebettet. Saftige Qualle und Meertrauben. Das ist... Das Meer. Ich schmecke das Meer. Das Meer, wo alle Schnecken tanzen und steppen. Ich muss zugeben, dieses Sushi ist hervorragend und zeugt von einer tiefen Kenntnis der verwendeten Zutaten. Aber warum eigentlich diese exotischen Zutaten, statt die schon bewährten zu nehmen? Der erste Grund ist der Geschmack. Qualle hat einen milden Geschmack bei gleichzeitig festem Fleisch, wodurch man sie perfekt mit Geruch und Geschmack von Meertrauben kombinieren kann. Und der zweite Grund ist das schiere Potenzial. Es gibt so viele Zutaten da draußen. Sich nur auf ein paar klassische Zutaten zu beschränken, würde bedeuten, all die unendlichen Möglichkeiten zu ignorieren. Danke für diese tolle Schlussplädoyer, Banjo. Aber jetzt ist der Moment für die Bewertung gekommen. Vincent? Gut, dann fangen wir mit der Bewertung an. Der Moment ist gekommen. Vincent schien das Quallen-Sushi sehr zu mögen und Herr Banjo ist der Erfinder dieses Gerichts. Und? Welche Bewertung vergibst du? Ich gebe Banjo-Sushi 80 Punkte. Ist das nicht etwas niedrig? Du warst doch so begeistert. Ich werde es erklären. Das Sushi war in der Tat köstlich, aber das Ambiente lässt doch etwas zu wünschen übrig. Es geht ja nicht nur ums Essen, die Tatsache, dass man hier nur einen grünen Tee bekommt bei diesem wunderschönen Ozean direkt vor der Tür. Romantik. Hier fehlt es an Romantik und einem gewissen Verständnis für Kunst. Daher nur 80 Punkte, aber als besondere Belohnung gibt es von mir einen Kühlschrank. Wenn ich in Zukunft kaltes Bier bekommen würde, würde ich sogar 100 Punkte geben. Das wäre perfekt.
Ja, ich würde dann auch 100 Punkte geben. Wow. Wie nicht anders von dir zu erwarten, Vincent. Das war ein richtig guter Tipp. Und wie hat euch heute die besten Sternköche gefallen? Wir freuen uns jedenfalls schon auf ein kaltes Bier mit dem ausgefallenen Sushi von Banjo Sushi. Bis zum nächsten Mal, eure Yui. 1000 Gold und 50 Likes. Vincents Gourmetprüfung. Neuer Inhalt Bier. Gäste werden jetzt hin und wieder nach dem Essen Bier bestellen. Schenke ihnen Getränke ein und sorge für zusätzlichen Umsatz. Wir haben geöffnet. Ich wollte noch nicht öffnen, ich wollte mein Personal nochmal angucken. Wow, Banjo, das war großartig. Sogar dieser Snob Vincent hat dich gelobt. Er hat wohl wirklich einen guten Geschmack. Und mit dem letzten Kommentar hatte er nicht Unrecht. Sollen wir ab jetzt auch Bier verkaufen? Ach, es ist noch nicht offen, Gott sei Dank. Ich muss mein Personal angucken. Personal hinzufügen. Was? Ah, S. Nein, wieso kann ich in der Küche niemanden hinzufügen? Nur im S. Nee, auch nicht. Ach so. Ja. Ich muss mir hier die Leute halt nochmal angucken. Der kostet 900. Aber der kann kochen. Komm, der ist gekauft. Anheuern. Zack. Schön. So. Zack. Küche. Perfekto. Das hätten wir erledigt. Menü steht. Glaube ich, ne? Doch, Menü steht. Bier gibt 30. Bitte? Das ist ja heftig. Da kannst du ja richtig Geld machen, du. Hol die Waldfee. Warum blinkt das Menü die ganze Zeit auf hier? Ich will nicht tauschen. Was ist das? Gewürzte Kajime. Okay. Ja, gucken wir mal, was abgeht hier. Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht, guten Mittag. Alles auf einmal. Moin, Servus. Adios. So, perfekt. Du kriegst auch noch einen Tee. Oh, da vorne will auch noch jemand einen Tee. Ups. Das war zu viel. Nein, das war perfekt. Geilomat. So, wir gehen erstmal Tee verteilen. Und dann helfen wir der guten Yamao, glaube ich. Ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, sie hieß Yamao oder so. Da helfen wir ihr ein bisschen, weil da hinten stapelt sich das Essen. Die Kerle sind ziemlich schnell unterwegs. Jesus Maria, die sind echt schnell unterwegs. Oh Gott, ich habe keine Power mehr. Nimm mal mit. Bierchen, Bierchen. Fülle bis ca. 20% Schaum ein. Oh Gott. Ja, das war schlecht, das dachte ich mir. Fülle ca. 20% Schaum ein. So. Perfekt. Ich kann's. Ich weiß, wie man Bier einschenkt. Oh, geil. Oh Gott, mein Menü. Mein Menü. Upsi. Tauschen. Nee, stopp. Wir machen jetzt erstmal den Fisch weg hier. So. Da unten ist noch was. Ja gut, da gab es ja auch nur eine Portion, ne? Also der Glückliche, der die bekommen hat. Der kann sich freuen. So. Wir müssen ein bisschen abspülen hier. Und dann müssen wir aber schnell wieder Essen ausgeben. Lauf. Da vorne will jemand Bier. Och Mann, ich muss dringend noch jemand im Service einstellen. Übel. So, war das gut? Nein. Ja, gut war es, aber perfekt nicht. Oh Gott, sonst laufen die Leute davon. Ich sag's euch. Oh Mann. Das war nicht so geil. Ich brauche dringend noch jemanden im Service, so wie es aussieht. Die zwei Köche, die schallern eins raus, ey. Holla die Waldfee. Ja, immerhin 389 gemacht und trotzdem 3 Flammen bekommen. Fast 4 Sterne. Kann man sich jetzt nicht wirklich drüber beschweren, finde ich, gell? Ah jo. Menschenskinder. Schön. Ja, liebe Leute, jetzt will niemand mehr mit uns labern. Da hätte ich gesagt, wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid die megamäßig allergeilsten Menschen, die es gibt. Ich hoffe, ihr bleibt sogar. Ihr werdet noch geiler. Einfach jeden Tag ein Ticken geiler werden. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr wollt, schaut gerne auf dem Kanal vorbei. Wenn nicht, dann hören wir uns in der nächsten Folge Dave the Diver. Bis dahin noch eine geile Zeit. Ich bin raus. Ciao, ciao.